Ich bin Anne Kaspersky, ich bin seit August 2019 bei der GESCADE und ich bin Nachhaltigkeitskoordinatorin im Fachbereich für Wasserstoff und Nachhaltigkeit. GESCADE bedeutet für mich, die Energieversorgung der Zukunft mitzugestalten. Mein Name ist Mohamed Huban. Ich bin seit Januar 2021 im Asset Management im Kompetenzteam Pipeline als Ingenieur für den kathodischen Korrosionsschutz verantwortlich. Warum hast du dich damals für die GESCADE entschieden? Ich habe mich für die GESCADE entschieden aufgrund der sehr flachen Hierarchien und der kurzen Kommunikations- und Entscheidungswege. Das heißt, innovative Ideen konnte ich recht zügig umsetzen und damit das Team auch unterstützen. Dann erzähl doch noch mal, wie war damals dein Start in die Branche? Ja, der Start bei der GESCADE wurde mir recht leicht gemacht. Durch das Onboarding bekommt man eine strukturierte und zielgerichtete Einarbeitung. Und durch das dazugehörige Mentorenprogramm hat man auch stets einen Ansprechpartner, der einem die relevanten Schnittstellen zeigt, welche Mitarbeiter man bei welchen Themen mit integrieren muss und mit berücksichtigen muss. Um ein entsprechendes Projekt auch abschließen zu können. Man hat auch die Möglichkeit, direkt zu Beginn die Verdichterstation vor Ort zu besuchen. Und gerade auch in der Dispatching-Zentrale fand ich es unheimlich beeindruckend, die Monitore und die Technik zusammen mit den Ingenieuren, die ein unheimliches Fachwissen mitbringen, dort vor Ort einmal kennenzulernen. Und auch das hohe Maß an Verantwortung, was ein jeder Einzelne von ihnen trägt, ist sehr beeindruckend gewesen. Was ich außerdem an der Branche so spannend finde, ist, dass die Energiebranche wie kein anderer Wirtschaftszweig derzeit sich im Wandel befindet. Der Ausstieg aus den fossilen Energien und der Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft steht im Fokus und ich möchte gerne Teil dieses Wandels sein. GESCADE bedeutet für mich, gestalten statt gestaltet zu werden.